So, moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Nein, ich möchte nicht speichern, das war unerwünscht, ungewollt, whatever. Das letzte Mal haben wir mit Peach einen Kuchen gebacken. Oh, KP Plus, PP Plus, KP Plus. Klappt das Action-Kommando Angriff plus 1, sonst 0. Ich nehme den einfach mal mit. 4 OP. Ich meine, wenn das Action-Kommando klappt, dann ist der Angriff natürlich ultra stark. Jetzt vor allem mit dem normalen Kraft-Plus, den ich drin habe. Wenn das Action-Kommando nicht klappt, dann mache ich halt keinen Schaden. Ich weiß nicht. Der Orden ist an sich ziemlich geil, aber ist mir ein bisschen unlieb. Wieso meint das eigentlich so? Ich wollte Items gucken. Ja, passt schon. So. Nani? Geräusch? Brauchen wir einen Köder. Oh, was machst du denn hier? Colorado! Du willst wissen, wer ich bin? Nun, als Haus. Ich bin niemand anderes als Colorado, der berühmte Abenteurer-Architekt. Du musst mal, stimmt's? Ich bin auf dem Lola. Ach Mensch, Lava Lava Island in die Südsee. Diabolisches Geheimnis. Cool! Es scheint, als wären wir dort eine antike Schätze, vulkanische Höhle. Ich sitze ein wenig in der Tinte, keine Möglichkeit dorthin zu kommen. Denk nach, Colorado, wie kann man das Meer überqueren? Auf einem Fisch. Zum Beispiel. Doinks. Nanü? What was that? Hui! Autsch, Jaul, was machst du denn da? Ja, ich muss ihm eigentlich eine tiefere Stimme geben. Oh, was machst du denn da? Oh, gütiger Himmel! Ich habe mich schon gefragt, was das wohl sein mag, aber es sieht aus wie ein riesiger Thunfisch. Ich bin kein Thunfisch, ich bin ein Wal. Und ich habe ein Problem. Es fühlt sich an, als würde jemand in meinem Bauch herumhüpfen. Aua, aua, helft mir. Ich würde sagen, dieser große Thunfisch leidet unter Bauchschmerzen. Mario, würdest du dem Fisch wohl kurz mal zur Hand, zur Flosse gehen? Oh, ich hab doch gesagt, ich bin kein Thunfisch. Ich bin ja nicht mal ein Fisch. Und langsam bekomme ich Kopfschmerzen, wenn ihr weiter auf mir herumtrampelt. Könntet ihr wohl meinen Bauch untersuchen? Ich bitte euch. Ja, kriegen wir hin. Ich würde mal sagen, Cooper, du machst das. Diagnose? Keine. Gut, gehen wir rein. Ach, what? Say what? Oh, labber, labber. Was bist du denn? Wer da? Was hast du denn mit dieser Funzel vor? Ich will dich klöppeln. Autsch, das tut weh. Was macht ihr? Achso. Was machst du denn da? Ich sollte ihn fangen, wollte ich sagen. Ich hätte natürlich auch drauf springen können, ich Idiot. Hey Freundchen, suchst du Ärger? Den kannst du haben. Ich bin ohnehin schon angefressen genug. Mach dich bereit für eine Tracht Prügel. Jo, das schreit nach einem Schnellwechsel. Gumbario, mein einziger unaufgewerteter Partner. Altes Haus. Du siehst nichts. Wie soll ich denn den scannen? Ja, wahrscheinlich gar nicht dann, aber... What? What? Ploing, ploing, ploing. Yay, 4 Runden lang Power-Up. Und dann... ein Fuzzipede. Bounce und bounce. Ich habe den Schneeorden schon ausgerüstet. Zack. Au. Au, der macht Schaden. Und zwar nicht allzu wenig. Da muss ich wohl...
Gut. Starstorm! Ach, jetzt hängst du dich schon wieder da oben ran. Ernsthaft. Doinks. Wow, okay. Wow, was? 15 Sternpunkte für so einen Wurstgegner? Ich bin erstaunt. Au, Mist. Zuerst entkomme ich diesem blöden alten Fischmann. Dann verschluckt mich dieser große Fisch. Und dann nervt mich der Schnauzbeutel-Gegner-Sperz. Schon seit ich klein war, gerate ich ständig vom Ring in die Traufe. Das nenne ich ein verkorkstes Leben. Mario, ich bin es, der Wal. Kannst du mich hören? Die Bauchschmerzen haben aufgehört. Ich fühle mich fantastisch. Wieso verschluckst du eigentlich Flaschen und Kisten? Das ist kein Essen. Wusch! Plop. Hey, das bist ja du. Du bist der blöde Fisch, der mich aufgefressen hat. Du bleiköpfiger Depp. Ich dachte, ich wäre geliefert. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe nur mit offenem Mund geschlafen. Nun, ich werde dir dieses eine Mal verzeihen. Aber pass in Zukunft besser auf. Ich glaube, ich bin dir etwas schuldig. Danke nochmal, Herr Schnauzbart. Pass gut auf euch auf. Ich habe dich gerade verprügelt. Bedank dich ruhig bei mir. Puh, ich fühle mich schon viel besser. Man sollte dich Dr. Mario nennen. Zirp, zirp, zirp. Es muss doch eine Möglichkeit geben, mich erkenntlich zu zeigen. Ich hab's. Ich, der Thunfisch, ich meine, ich, der Wal, bin ein sehr guter Schwimmer. Um dir zu danken, bringe ich dich, wohin du willst. Verzeih, dass ich gelauscht habe, aber sagtest du, wohin du willst? Mario, du alter Thunfisch-Dompteur, begleite mich an die Gestade von Lava Lava Island. Es wird eine tolle Reise. Die Insel muss einfach wunderbar sein. Vertrau meinen Instinkten. Mario, ich glaube, das Sternenkind hat gesagt, dass einer der Sterne, auf Lava Lava Island festgehalten wird. Wir, sollten dorthin gehen. Großer Wal, nimm uns mit. Juhu! Wie? Lava Lava Island? Ja, natürlich. Weiß ich, wo das liegt, aber... Dort gibt es einen großen Vulkan und der steht kurz vor dem Ausbruch. Sehr gefährlich. Möchtet ihr trotzdem hin? Nun, okay, wie ihr wollt. Sagt mir Bescheid, wann ihr bereit seid. Ich bin bereit. Aber sowas von. Ich weiß gar nicht, ob ich so schnell zurückkomme. Haha. Das ist aber doch völlig sicher, oder? Mach mal ein bisschen Platz. Boings. Okay. Auf nach Lava Lava Island. Die See ruft uns. Ich kann nicht glauben, dass wir auf einem Thunfisch reiten. Mario, hast du schon mal darüber nachgedacht, wie seltsam das Leben sein kann? Ich schon. War das jetzt der Wal oder? Wie auch immer der Wal schwimmen will, wenn er seine Flosse, seine Hauptantriebsflosse aus dem Wasser streckt. Dauerhaft. Mag sein, dass er unter Wasser so vielleicht vorankommt, aber... Kapitel 5. Aloha auf Lava Lava Island. Tropisch. Doing. What? Da, danke. Wenn ihr wollt, dass ich euch zurück nach Toton bringe, dann fragt mich einfach. Ah, nun, endlich geschafft. Das ist also Lava Lava Island. Umwerfend. Meine Güte, sieh doch, Mario, dort am Horizont, der Gipfel des Lava Lava Berges. Triumphal, wir müssen los, Beeilung. Ja, ruhig, Alter. Chill mal, Mann. Eine Stoppuhr paralysiert alle Gegner, wenn es funktioniert. Und da komme ich so nicht hoch.
Schade. Aber ich weiß, was ich machen kann. Erntezeit. Eine Kokosnuss. Noch eine? Oh, schade. Ui, die geben Herzen. Oder auch nicht. Die können was geben. Müssen, ja, das sind so wie die... So ähnlich wie die Grasbüschel, die sonst überall rumstehen. So. Was ich hier wohl machen muss. Ich weiß es nicht. Hui! Geht das irgendwie von alleine hoch oder muss ich... Nein, ich muss die Wirbelattacke drücken. Naja, gut, okay. Na ja, gut, weiter mit dem Text. Please. Kokosnuss? Kokosnuss! Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ja! Hilfe! Hilfe! Wer kann das nur sein? Klingeling. Ja, okay. Wirf sie auf einen Gegner. Ah, Moment. Ach, weg damit. Brief. Brief größer Colorado. Hey. Oh, ich dachte, sie spielen mit dem Fußball. Doinks und Doinks. Jo, das war mein Fuzzy. Was auch immer für einer. Das werden wir jetzt scannen, würde ich sagen. Das ist ein Tropenfuzzy. Andere Fuzzys ähnlich, aber leben im Dschungel. Daher der Name. KP 7, Angriffskraft 2. Sie klammern sich. Ja, gut, das ist. Fuzzys und Mario ist ja immer so eine Geschichte, seit ich den Zepper-Orden habe. Boing. Oh hey, Gumbario, du hast die Möglichkeit, einen Gegner umzubringen. Aber die lasse ich dir nicht. Haha. Nein, der wird nicht gedisst hier. Wie kommt ihr auf die Idee? Wieso sollte ich Gumbario dissen? Nur weil er ein Gumba ist? Nein. Ich bitte euch. Ich doch nicht. Doing. Und tschüss. Yay. Du hast mich gerettet. Vielen Dank, alter Freund. Entschuldigung, bitte. Nun, jetzt aber genug. Wir sollten uns zusammenreißen und weitermachen, ja? Ich darf ihn jetzt wahrscheinlich jeden Screen retten. Klingeling. Ihr macht sonst nichts außer Klingeling. Okay. Hui! Und ein bisschen Geld. Sonst nichts. Ah, ich könnte natürlich auch hier rumlaufen und schauen, ob irgendwelche versteckten Yoshis Siedlung! Woo! Hi, hallo, holla! Das hier ist Yoshis Siedlung! Der Lava-Lava-Berg? Dieser Vulkan befindet sich östlich unseres Dorfs, aber man kann ihn unmöglich erreichen. Tja, außerdem hat der Hoffling gesagt, dass es besser wäre, sich vom Berg fernzuhalten. Das sieht so aus, als würde er jeden Moment ausbrechen. Badam, bam, badam, bam, bam, bam. Doing, doing. Ja. Tolle Yoshi-Siedlung, Musik und so. Mein Hallo, wie geht's? Stark ausgeprägt, verantwortungsbewusst sein, wenn ich ein Häuptling genannt werden soll, war nicht überrascht. Sei willkommen, Mario. Ich bin der Häuptling von Yoshis Siedlung. Ah, du bittest mich um Hilfe. Du möchtest zum Lava-Lava-Berg? Der Eingang zum Vulkan befindet sich im Dschungel. Aber er ist nur sehr schwer zu erreichen. Außerdem ist der Vulkan aktiv. Ich glaube, es ist zu gefährlich, jetzt dorthin zu gehen. Das ist doof. Ich will aber dahin. Ich muss sterben. Und so.
Sieh an, hallo, wenn das nicht Mario ist. Willkommen auf Lava Lava Island. Fast die gesamte Insel ist von dichtem Dschungel bewachsen. Aber das herrliche tropische Klima macht das unwegsame Gelände mehr als nur wett. Ja, ist gut. Oi, was bist du denn? Ach ja, du bist so ein Abraxas-Kerl. Hallo Mario, hast du schon die Abraxas getroffen? Sie leben in der Krone des höchsten Baumes im Dorf. Es gibt sehr viele von ihnen, aber sie kommen nie herunter. Außerdem sprechen sie eine sehr merkwürdige Sprache. Ganz schön mysteriös, was? Alle behaupten, sie seien die Schüler von Don Raphael, des Herrn der Insel. Aber warum glaubst du, ist das? Warum ist es die Frage des Lebens? Okay, langweilige normale Statue. Dann gehen wir doch mal weiter. Colorado ist garantiert schon wieder in Schwierigkeiten. So wie ich den alten Koopa kenne. Oh, guck mal. Cheep Cheeps. Obwohl, nee, er ist ja... Ach, wie heißen die Dinger nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Die blauen Viecher, die einem bei Mario immer unten hinterher schwimmen und pennen und so. Ach, wie hießen die nochmal? Ach, keine Ahnung. Sagt ihr es mir. Heutzutage kommen gar nicht mehr viele Besucher. Bla. Ja, sehr. Ja, gut. Baby Yoshis, ganz viele. Und eine Röhre. Unerwartet. Toadhaus. Unerwartet. Ach Quatsch, Toadhaus. So ein Mumpitz. Ein Toadhaus gab's ja auch. Ja, da. Gut, dann werde ich mich nochmal, nachdem ich Koopa ausgesperrt habe, in diesem wunderschönen, bequemen Holzbett betten und ich habe noch gar nicht die Zeit voll. Warum will ich denn jetzt schon beenden, ich Idiot? Kann ich nicht machen. Nee. Hast du dich gut erholt? Ja, hab ich. So, gespeichert ist. Ich spreche jetzt nicht nochmal die ganzen Yoshis. Ich spring einfach mal hier hoch. Abraxas! Kra! 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 Kra? Bist du der Mario, von dem Don Raphael uns erzählt hat? Orakel der Sterne, Mario kommt auf diese Insel. Es ist seine Bestimmung, Don Raphael zu treffen. Kra! Kra, kra, kra! Jo, meine Rede. Komm da runter von deinem hohen Ross. Du willst nicht mit mir sprechen, okay. Auch okay, dann halt nicht. Jetzt ist die Frage, wo ist Colorado hin? Ist der eher hier hinten oder eher da vorne? Ja, Jeek, Hilfe. Gut, er ist eher hier vorne. Au, mal schön langsam. Was hältst du? Was hältst du davon, zur Abwechslung mal die Gegner anzugreifen? Und wenn nicht? Okay. Plop. Bam, bam, badam, bam, badam, bam, bam, badam, badam, badam. Die sollte ich auch erstmal scannen. Der ist gerade irgendwie aggro, der Shy Guy. Nein, nicht Kopfnuss. Scanner. Ein Sperrgei wahrscheinlich. Ja, Sperrgei. Sperrgei ist ein Verwandter der Schallgeis. Sie leben im Dschungel. So, aha. Wenn der Sperrgei deine Richtung zeigt und du mit dem Hammer angreifst, wirst du verletzt. Ja, das macht Sinn. Nicht auf sie springen, während der Sperr nach oben zeigt. Pass auf, du aus Richtung Sperre auf, wo du angreifst. Manchmal rufen sie auch Verstärkung. Haben sie jetzt Sperr geschleudert, werden sie normalen Schallgeis. Achso. Okay. Ba 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 da da baum. Doinks. Und tschüss. Gut, dass die Shy Guys eigentlich alle nur 7 KP haben, egal was es für ein Guy ist. Autsch. Du berührst mich nicht mal, du Sack. Plop und plop. So, jetzt will ich mal was testen. Und zwar dürfte es Koopa doch eigentlich egal sein, dass du deinen Speer nach vorne gerichtet hast, oder?
Jo, Panzer for the win. Blue Shell quasi. Wieso fällt mir jetzt erst auf, dass er ein Blue Shell ist? Aber kein Stachy. Puh, du hast mich schon wieder gerettet. Ah, du bist so übertrefflich, Mario. Und jetzt fühle ich mich wie... weitermachen, solange der Kampfgeist brennt. Ja, zum Beispiel. So kann man es auch machen. Ja, so wird das nix. Ah, oh, Mario, zieh dir das an. Dö, da ist der Eingang. Zum Vulkan, alter Junge. Irgendwo in diesem Vulkan sind die Schätze, nach denen ich suche. Ich wusste, es gab diese Zivilisation und jetzt finde ich keinen Weg hinein. Das sieht nach einem üblen Problem aus. Aber ich werde nicht aufgeben, mein guter Forscher, niemals auf Informationen zu sammeln. Lass uns zurück ins Dorf gehen und nach Hinweisen suchen. Es muss einen Weg geben, es muss. Komm jetzt. Alter, der ist eilig. Meine Güte. Ja, stopp, aufhören. Ja, schon wieder. Oh, dachtest du, ich wäre schon wieder überfallen worden? Das war nur ein Scherz. Entdecker müssen auch mal Sinn für Humor beweisen. Aber wie dem auch sei, lass uns weitermachen. Ach, Colorado. Oh nein, das klingt panisch. Ja, das ist panisch. Panik! Aber über die Panik informieren. Und informieren wir uns beim nächsten Mal. Bis denn dann und see ya!